Jetzt bloß nicht runterfallen. Sonst sind wir echt im Arsch. Nein! Wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Es ist gar nicht Abend. Einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde. Und willkommen zum nächsten Part von The Solus Project. Genau. Wir sind das letzte. Das ist der, glaube ich, das ist der erste Part nach dem Livestream, glaube ich. Und ja. Wir sind stehen geblieben, dass wir es sehr mühselig durch diese Pyramide geschafft haben mit den vielen Rätseln. Und haben einen Außerirdischen gesehen. Moment mal. Moment mal. Bin ich nicht hier stehen geblieben schon? Hä? Jetzt geht's da runter und da komme ich dahin, wo diese ganzen Puppen waren. Hm? Das verwirrt mich jetzt gerade. Nee, das sieht anders aus. Das sieht ganz anders aus. Schauen wir doch mal nach, was hier steht. Die Arten... Die Arterie der Hitze. Okay. Da vorne könnte jemand stehen. Da vorne ist doch jemand. Okay. Also auf jeden Fall existiert hier Leben. Ganz sicher. Gut. Der war eben hier gewesen. Ich habe ihn gesehen. Und er ist natürlich nicht mehr hier. Was haben wir gefunden? Ein Gerät. Okay. Den Stein lassen wir mal fallen. So, und nimm dafür das Ding hier mit. Oh, das sieht auch richtig geil aus hier. Guckt euch die Höhle mal an. Richtig geil. Ich muss aber wieder nach hinten eigentlich. Also eigentlich muss ich ja da lang. Aber wir brauchen einen Schlüssel dafür, für die Tür. Wir gehen mal da hinten hin, wo dieses, wo dieser Rastplatz ist, am besten. Ich frage mich auch, warum die Erde hier die ganze Zeit so bebt. Was das soll. Pschu. Pschu. Den Teleporter, den finde ich geil. Der macht mir Spaß. Was haben wir denn hier? Spielt das ganze Spiel hier in der Höhle ab eigentlich? Das glaube ich jetzt fast gar nicht. Ich dachte eben, ich hätte Schritte gehört. Da ist ein Ofen. Okay. Ah, hier haben wir Suppe zum Essen. Warte mal, ich pack mal die Taschenlampe aus. Mal gucken. Oh, die hat auch nicht mehr so viel Prozent. Was haben wir hier? Ah, wieder so ein Ding hier. Oh, hier wurde so ein kleines Ding verbrannt. Okay. Mögen die Himmelswesen im Tod für sich sorgen, wie sie im Leben taten. Wie sie es im Leben taten. Möge dein Licht dir den Weg durch die Dunkelheit zeigen und dich zur Sphäre des Himmels leiten. Okay, das sagt uns jetzt reichlich wenig. Ich will aber noch was trinken. So ist gut. Wir müssen uns auf jeden Fall auf die Suche nach dem Schlüssel begeben, damit wir hinten durch die Tür reinkommen, wo unser Ziel ist. Wollen wir mal da lang gehen, ha? Huh? Vielleicht findet sich hier was. So... Nein! Ah, wir haben einen Teleporter. Machen wir es doch damit. Geht am schnellsten. So. Zack. Nee, warte. So. Hä? Ah, jetzt. Das Ding ist echt cool. Das gefällt mir. Oh, ist das schon der Schlüssel? Ich weiß gerade gar nicht. Doch, das war der Schlüssel gewesen. Boah, ich bin richtig gespannt, wenn wir dem Alien begegnen. Ich glaube, wir sollten lieber über die Brücke gehen, weil bei Wasser habe ich nicht so gute Erfahrung. Da frieren wir halt gleich uns alles ab, was wir besitzen. Vielleicht kann ich mich aber auch hier an der Seite lang sneaken. Sollte funktionieren. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Taschenlampe. Also dann doch rüber auf die andere Seite. So. Reicht das? Doch, das sollte reichen.
Ah, da liegt sehr ungünstig. Perfekt. Und jetzt machen wir einfach mal einen blinden Schuss. Haha, ich weiß doch, was ich hier mache. Da genau dasselbe Prinzip. Ah, noch nicht ganz. So, auch nicht. Perfekt. Die Fackel, die gibt mir, glaube ich, die Taschenlampe, die wird bald leer sein. Ich glaube, ich sollte mir die aufheben. Jetzt gehen wir nochmal da hoch, wo wir... da haben wir den Stein einfach fallen lassen. Okay, den Schlüssel haben wir. Und jetzt gehen wir hoch zu der Tür. Hier ist er ja nicht dämlich, das checkt er ja schon. Ich werde auch übrigens wahrscheinlich, mal wird es anders sein, mal wird es so sein, aber nur ein Video ist erstmal pro Tag hochladen. Meistens um 18.15 Uhr. Weil die Woche ist gerade bei mir ein bisschen strenger und da muss ich zeitlich nachkommen. Ich würde, hätte mehr gemacht, aber dadurch, dass ich die Livestreams mache, kann ich ja bei den Videos nicht weitermachen. Das würde sonst nicht funktionieren, sonst... Ich tue ja immer vorproduzieren die Videos. Oh, wir können speichern. Sehr schön. Was ist das? Was ist das? Steinzeichen. Kann man aktivieren? Okay. Greift es uns an? Hey, haut ab! Nein! Die haben Zacken. Ich will nicht gegen die kämpfen. Hier unten lebt ja alles. Weg von mir! Wir müssen da hoch. Komm schon. Boah, gut. Alles noch sehr, sehr, sehr skurril hier. Nein, nicht ins Wasser. Oh. Wir haben irgendwelche Störungen auf dem Display. Ist das normal? Oha, was ist das denn? Finde einen Weg, der nach oben führt. Das ist eine Leiter. Erstmal gucken, ob wir auch nichts vergessen. Aber gut, dann gehen wir mal nach oben. Schauen wir mal, was da zu finden ist, ne? Da geht's dann noch höher. Aber der Raum ist sonst relativ leer, glaube ich. Fast runtergesprungen hier. Eben gerade hatte ich schon wieder das Gefühl gehabt, dass ich Schritte gehört hätte. Ich schätze mal hier lang. Okay. Ganz viele Malereien an den Wänden. Hier steht was. Die Dämmerung ist nah. Ich habe Angst. Die Blitze machen keine Geräusche mehr. Kein Licht mehr. Mir ist kalt. Die Himmelswesen gaben mir das Licht. Ich konnte damit mehr sehen, als meine Augen rechten Zeit... Was? Zur rechten Zeit sagte es mir mehr, als die Himmelswesen mit mir zudachten. Ohne meine Augen schien das Licht nur noch heller. So, okay, meine Lesekünste sind heute wieder Klasse 1b, glaube ich. Ich sah einen Ball, in ihm enthalten war Licht. Er wurde im leeren Land abgeworfen. Sie brachen uns, um das Licht aus den Schatten hervorzubringen. Sie bringen es zum Leuchten. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Lesen lieber ganz lasse. Ey, das macht ja die ganze Atmosphäre hier kaputt. Ich glaube, das ist besser so. Aber man erfährt halt auch ein bisschen was von der Story, wenn man sich die Texte ein bisschen durchliest. So. Jetzt habe ich da mein Licht farblich verstellt. So. Now ist wieder gut. Wir sind draußen. Wie gibt's denn das?
Oha, ist das Wasser? Tatsächlich, das ist ein Meer. Wir sind drüben auf der. Nee, oder? Sind wir auf der anderen Seite? Doch. Verbindung etabliert. Okay. Okay, die brauchen auf jeden Fall Antworten von uns, dass wir hier noch am Leben sind. Einmal Schwert und viermal Schlüssel. Ich weiß auch immer noch nicht, was das bedeutet, das Zeug. Ich habe auch Angst, seitdem letztes Mal diese Meteoriten da vom Himmel gefallen sind, dass das wieder passieren kann, so einfach aus dem Nichts. Den brauchen wir ja gerade nicht. Was haben wir hier? Kleine Wurzeln und so. Okay, ja, aber das Inventar bei mir ist sowieso jetzt gerade ziemlich zugemüllt mit Elektroschrott. Da will ich erstmal gucken, was uns das bringt. Bevor ich das jetzt einfach wild wegwerfe. Was haben wir hier? Ah, das war das, was da drinne war. Ladungsverzeichnis. Da war ein Feuerzeug. Leuchtfeuer. Ah, wäre geil, wenn wir das Feuerzeug finden würden. Aber gut, ich gehe mal hier runter. Überall noch die Frackteile von unserem Raumschiff. Turmteil. Ui, was haben wir hier alles? Wasserflaschen, Dosen, eine Atemmaske schon wieder. Eine nukleare eine Tauchermaske. Oh nö. Sag mir nicht, ich muss tauchen gehen. Als ob. Das mache ich nicht. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hä? Haben wir... Regen ist nicht gut. Wir wissen, dass hier ziemlich starke Tornado... ich hau ab hier. Ich suche mir eine sichere Höhle oder sowas. Wir sollten, glaube ich, mal weitergehen lieber. Kurz speichern, wenn wir schon hier sind. So. Yep, das ist nicht gut. Oh, das kommt jetzt auch noch dazu. Ah, links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe links. Mann, geh doch hoch. Oh, das ist nicht so gut. Schnellteleporter. Oh, ich hätte auf die andere Seite gehen sollen. Kann man sich irgendwo verstecken? Auch nicht wirklich. Also gehen wir hier weiter. Dann als Palm. Jetzt bloß nicht runterfallen. Sonst sind wir echt im Arsch. Nein! Was mache ich denn? Hä? Warte mal. Oh. Was ist denn das Blaue? Ich dachte, wir unterkühlen jetzt. Und das ist der Atem. Okay. Mann. Ich will endlich raus aus dem Wasser. Ja, jetzt sind wir natürlich total durchgenasst. Durchgenässt. Ist natürlich auch ganz toll. Wo sind wir und wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Und wann hört endlich mal dieser Regen auf? Ich gehe mal zu diesem riesigen Turm da. Ah, das ist ein Fuß, ist das? Das ist ein Fuß! Oh, guck mal da hinten! Aber erstmal. Na, da kommen wir nicht rein. Vielleicht geht es hier irgendwo auf der anderen Seite Mechanismus, um das Ding zu öffnen. Nee. Okay. Gut, gehen wir rüber. Ich empfange da hinten ein ganz, ganz schwaches Signal.
Warte, wo war das gewesen? Ja, nee, da müssten wir jetzt voll durchs Wasser. Ist das richtig, dass ich jetzt hier einfach so random durch die Gegend laufe? Als ob! Ist das nicht unsere Absturzstelle hier? Sind wir nicht wieder ganz am Anfang? Ich glaube, das ist unsere Absturzstelle hier. Oder? Nee, 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 nee. Quatsch. Da war nicht dieser Fuß auf der linken Seite. Okay. Was haben wir denn da hinten noch? Schon wieder irgend so eine Statue, irgend so eine Götzenstatue. Hey, da hinten ist ein ganz riesiges Gebäude. Da gehen wir mal jetzt hin. Ich meine, ist ja ganz gut, dass man sich auch mal frei ein bisschen bewegen kann. Ich habe halt. Nicht gut. Ich habe halt auch einfach nur keinen Bock, dass dann am Ende wir alles wieder zurück. Leuchtturm. Leuchtfeuer. Dass wir wieder zurücklaufen müssen. Oder was ist da hinten? Schlafmangel. Aha. Leuchtfeuer. Ja, was soll ich denn damit jetzt anstellen? Ja, ich habe ja noch einen Haufen Leuchtfeuer. Warum wird mir das denn von so einer Entfernung aus angezeigt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total überfordert. Guck mal, da steht was. Ich habe es geschafft, Joachim zu überreden, eine der Sitzungen wahrzunehmen. Es scheint, seine Gründe der bisherigen Verweigerung liegen in falschen Vorstellungen. Ich lasse es lieber, ohne Scheiß. Ich schwöre, irgendwie, in dem Spiel ist es am allerschlimmsten. Ich kann hier nicht lesen. Es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Ich gehe jetzt zu diesem riesigen Turm. Ist mir egal. Ich will wissen, was da ist. Und vielleicht können wir uns da auch ein bisschen schützen. Ui, wir haben Schlafmangel. Ich glaube aber nicht, dass wir uns hier bei dem Wetter hier auf den Boden legen sollten. Aber der pennt jetzt gleich sowieso ein. Also, machen wir es hier. Wenn schon, denn schon, ne? Tun wir schnell 3 Stunden schlafen. Nö, geht nicht. Super. Da hinten könnten wir. Das Problem ist jetzt, wir müssten noch durchs Wasser irgendwie kommen, schnell. Gib mir den Teleporter, komm schon. Ui, das Wasser ist nicht mehr so gemütlich. Ja, komm, das schaffen wir noch. Nein. Okay. Was haben wir denn hier gefunden? So, können wir hier schlafen? Ja, das geht. Sehr schön. Okidoki. Oh, endlich mal Sonne. Können wir auch lädt sich auch die Taschenlampe wieder auf? Ja, das sollte jetzt wieder bei dem Wetter gut gehen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir geben uns mal da hoch. Und, ey, das Ding ist ja riesig. Gehen wir mal dahin. Ah, ich will da hoch. So. Noch weiter. So. Nein. Ich mach's schnell. So. Das Ding ist echt super. Okay. Oh, nö. Haben wir noch eine Wasserflasche dabei? Leer. Oh, dann gehen wir doch jetzt erstmal nochmal da runter und trinken da unten was. Moment des Lichts 2. Oh, da können wir speichern. Warte, wo war denn jetzt die Stelle? Ah, hier. Jo, Leute, dann würde ich fast sagen, wir sind bei 20 Minuten angekommen, dass wir den Part jetzt an der Stelle hier beenden werden. Und ich hoffe, euch hat es doch gefallen.
Checkt auf jeden Fall meine Social Networks aus, die habe ich jetzt unten mal verlinkt. Ich bin da zwar noch nicht so aktiv, oder noch nicht wirklich, aber ich habe schon mal die Profile erstellt und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir da schon mal folgen. Und ja, dann können wir da uns ein bisschen austauschen, auch so jo, hinter den Kulissen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch dabei und ansonsten macht euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, euer Nier und au und ciao.